Ach du Scheiße. Kann ich das nochmal machen? Was ist das für ein Drache? Wo hat der gelebt? Ne, zweites Mal funktioniert es nicht. Aber hat sich Brennfee sehr episch gerade angehört, dieses Bing. Hauptsache, ich rufe den Drachen der Unterwelt. Mir kommt denn doch so eine bescheuerten Ideen. Ich natürlich und meine Abonnenten. Apropos, wo ist denn der Drache eigentlich hin, der Drache der Unterwelt? Wie ich ihn gerade betitelt habe. Drache der Unterwelt? Ach, da unten! Vulturroll heißt da übrigens. Ja, Leute, mal ganz ehrlich, den... In 1000 Jahren nicht. Guck mal, wie viele Lebenspunkte er hat. Man kann wirklich beim Nachladen nicht rennen. Das ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen, weil ich immer so ein leichtes... Oh Mann, ey. Ich denke mal, wir werden hier die besseren Bolzen brauchen. Na, Feuerbolzen vielleicht gerade nicht. Die Abonnenten haben dir gesagt, dass das passiert. Aber nicht, dass du es machen solltest. Naja! Aber wenn mir das so einer sagt, ist doch klar, dass ich das nicht... Ah, das ist voll doof, dass man beim Nachladen nicht runterlaufen kann. Also kann ich den Feuerbällen nicht ausweichen. Schlecht. Aber wissen, bleibt doch mal an einer Stelle, der dumme Drache. Also das Feuer stört mich ja vor allen Dingen deswegen, weil ich nichts sehe. Richtig viel Schaden macht das Feuer nicht, zumindest. Weil das meiste davon nicht ankommt. Ah, es wird ein längerer Kampf, denke ich mal. Explodierende Eisbolzen? Natürlich. Also irgendwie... Spannend ist der Kampf. Ich pack mal die Zwergenbolzen, die machen wissen ein bisschen Schaden. Das sollte das ja abkürzen. Ach ja. Hoffentlich kommt der nie... Boah! Serana hat schon wieder versucht, mich umzubringen, mich nach vorne geschoben. Das finde ich überhaupt nicht okay. Gott sei Dank, oder Arkay sei Dank, oder wie auch immer wir hier gerade heute danken wollen. Kommt das... Alter! Serana! Das ist schon das zweite Mal, dass sie mich runtergeschoben hat. Gott. Dann mit Alia wäre der garantiert einfacher zu töten gewesen. Oh Mann, ey. Aber immer verbessert die Schießkunst auf 86. Hey, und das Vieh ist tot. Jawohl, eine neue Stufe. Da muss man kurz runter und das Vieh auch looten. Da, 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 da. Ah, welch heldenhafter Kampf. Haben wir uns dann nicht super geschlagen gegen diesen Drachen? War das nicht toll? Ich sehe gerade, der hat gar keine Seele. Der bleibt liegen, so wie er ist. Schade, ich kann nicht... Doch, jetzt löst er sich auf, aber sehr langsam. Oh, er hat noch zwei von meinen Bolzen gehabt und drei Sterne und sieben Dinge und Drachenschub. Gibt doch kein Archiv mehr für den Burschen. Ey, darauf muss man aber erstmal kommen, dass man die Kiste da anschreien kann, dann kommt ein Drache. Mach besser mal ein Safe Game, mach ich doch andauernd. Okay, also wenn mein Handy-Internet tatsächlich das dem so egal ist, dass ich über die Flatrate drüber bin, dann kann ich jetzt natürlich, dann kann ich natürlich auch in Zukunft noch streamen, selbst wenn ich umziehe. Weil, wenn die Flatrate davon nicht irgendwie überhaupt keine Notiz nimmt, dann ist mir das sowas von Wumpe, ob ich da 20 Millionen Gigabyte drüber bin. Oder warte mal, kostet mich das Geld? Obwohl, das wäre jetzt wahrscheinlich schon alle. Warte, was sagt mein Handy? Warnung für Nutzung und Einstellungen berühren. Ja, Warnung für Datenverbrauch, aber die Flatrate ist eigentlich... Ich muss mal kurz mit dem Handy rumfahren. Warnen, das ist hier Telefon... Das hört man jetzt wahrscheinlich sogar noch. Achso, wir müssen sowieso gerade reisen. Insofern ja. ist das nicht so wichtig. Wir wollen warten auf die Rechnung. Ist ein Prepaid-Handy. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die 15 Euro, die noch... Nee, weniger noch, die drauf waren, jetzt weg sind. Das ist mir eigentlich herzlich egal. Nee, ihr Guthaben beträgt 15,17 Euro. Alles klar. Tja. Tolle Flatrate. Das hatte ich aber schon mal. Also ich bin bei blau.de. Das ist so ein super Anbieter von E+. Und scheinbar nehmen die das mit der Flatrate nicht ganz so ernst. Also, sieht man ja. Man kann immer weitermachen.
Das, oder wenn man das oft genug neu startet. Damals beim Surfsix war es so, dass man oft genug wiederverbinden musste. Und irgendwo auf einmal waren wir wieder bei HSTPA, wo sie vorher runtergedrosselt haben. Das ist ganz komisch. Haben die scheinbar in den letzten 2 Jahren diesen Fehler nicht gefixt. Finde ich aber ganz gut so. Sollte sich bloß nicht rumsprechen. Nicht, das sind ja alle machen. Und dann kommen die doch auf die Idee, dagegen zu steuern. Das wäre mir ja sehr unlieb. So, will ich jetzt wirklich schon zu Dexion und das Buch abliefern? Ich meine, ich habe jetzt die Rolle. Ich meine, ich habe jetzt meine eigene Rolle der Alten. Wo ist denn das Ding überhaupt? Und ich habe nur noch ein runenverziertes Lexikon. Wo ist denn das andere? Also, wo ist denn das andere Lexikon, was ich mal hatte? Das heißt, es ist wahrscheinlich anders, ne? Oder irgendwie gefülltes Lexikon oder so. Na, genau, es das heißt nur Lexikon. Ah. Wo ist jetzt Karte der Drachengräber? Künegruft. Okay. Was ich nicht noch alles habe. Wo ist denn jetzt trotzdem die Rolle der Alten? Oder kann ich die ausrüsten als Waffe? Ich muss mal kurz hier bei alles suchen. Da ist alles. Die hieß doch Rolle der Alten. Tresorschlüssel von Gudrunenglanz. Das ist ja toll. Aber wo ist meine Rolle der Alten? Ich habe das Ding doch gerade erkämpft. Rolle der Alten. Hallo. Bin ich gerade... Bin ich doof? Ich sehe das Ding nicht. Die geben immer nur sehen, wenn du nah genug dran bist. Nee, das stimmt nicht. Man kann... Schriftrolle der Alten. Blut und Drache. Ich habe ja sogar schon 2. Die wiegen übrigens 20. Aber nicht wirklich. Oh. Toll, ich bin blind. Doch nicht. Aha. Okay. Also die Erkenntnis war jetzt nicht so der Hammer. Ist übrigens ein Buch. Und lesen wir mal noch die Drachenrolle. Vielleicht kommt da dabei was rum. Oh. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Hm. Bücherbörn. Bücher. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Wer rechnet denn damit, dass eine Schriftrolle der Alten... Gibt Septimus das Lexikon? Pfff. Aber was ich machen könnte, ich wollte doch... Ach ja, das Horn von Jürgen Windrufer abliefern. Hä? Warum kann ich denn gerade nicht... Doch, ich kann nach Hochhott gar schnell reisen. Das möchte ich mich mal loswerden, weil das Horn von Jürgen Windrufer wiegt nämlich wirklich was. Und das möchte ich eigentlich wirklich mal wegschmeißen. Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne tut meine Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, aber in Höhlen jammerst du immer rum, dass das so Höhlen nicht so toll findest. Aha. So, wo ist denn hier? Bist du? Nee, Einhard? Nee, der sagt nur Dovahkiin und brummt dafür mit... Wenn man hier Skyrim mit einem ordentlichen System spielt, also in meinem Fall mit 5.1 System, was hier normalerweise dran ist, dann machen die so viel Bass, diese komischen... Wer heißen die denn? Graubärte. Warte. Ah, na gut, der macht's nicht. Die sagen ja ab und zu gerne mal so Dovahkiin und das ist so doll tief. Das ist irgend so ein ganz hässlicher, tiefe Frequenz, die richtig laut ist. Aber wo ist denn hier... Arngier will das. Wupp, da. Ich finde hier nie... Ach, da! Das Typ ist das. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. In der Tat. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Juhu! Kann ich endlich... Hä? Und Serana kniet sich erstmal hin. So, dann bringen wir nochmal was bei. Nee, das Einhard. Wo ist ein Wulfgar? Das finde ich eigentlich komplett okay, dass ich hier einen Vampir reinbringe. Naja. So, jetzt aber. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da. Wo? Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Ja, ja, okay. Der Wulfgar wird nun sein Wissen über da mit euch. Juhu! Endlich Fußruder! Oh, der Gruß der Baubitte. Ausbildung abgeschlossen. Aha. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor.
Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lera, Grossisan, Zulul, Wohnitran, Klofran, Nau. Natur, Ophanie, Ophanie, Ich finde es lustig, wie Serana da sich hinbeugt. Ja, war's das? Dovahkiin, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Rotgar steht euch nun offen. Yippie, dann kann ich ja wieder gehen. Tschüss. Ah, mein Gott. Hallo, Okia 0807. Toller Name übrigens. So, jetzt zurück zur Festung. Ach nee, da oben kann ich nur das Lexikon abliefern. Diese ganzen unvollendeten Fäden meiner Historie ist ja... Ich ahne, dass die Geschichte hier gerade viel zu schnell zu Ende geht, wenn ich jetzt die Schriftrollen lese. Ich hoffe, ich komme nicht zu weit in der Story vorne und ich habe da noch ein bisschen wieder. Hoch Wodka. Eigentlich nicht. Ich war da nur kurz, um Horn loszuwerden. Festung Dämmerwacht. Yay. Yes. Warum ist es eigentlich immer nachts, wenn ich irgendwo hinreise? Immer ist es Nacht. Es ist nie irgendwo Tag, wenn ich per Schnellreise wohin gehe. Ist das reiner Zufall oder will das Spiel mich einfach nur trollen? Wahrscheinlich will das Spiel mich trollen. Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Doch, das Spiel will mich trollen. Kann gar nicht anders sein. So, dann bin ich ja mal gespannt, was Dexion dazu sagt, zu den drei Rollen der Alten, die wir jetzt haben. Ach, da ist er ja. Oh, ist er erblindet? Ich nehme an, eure Reise war von Erfolg gekrönt? Na toll. Jetzt ist er blind. Ich habe die Schriftrollen erhalten, ja, aber er ist blind. Es tut mir leid, mein Freund. Ich bin euch in dieser Sache keine Hilfe mehr. Toll. Er ist blind geworden. Na. Das ist mein Fehler. Ich war in solcher Eile, die erste Schriftrolle zu lesen, dass ich die erforderlichen Vorbereitungen vernachlässigte. Ich glaubte, die Nachwirkungen zerstreuen zu können, doch ich irrte mich. Nun bezahle ich den Preis dafür. Ich brauche also einen neuen, der das Ding lesen kann. Blind? Ja, dem ist leider so. Na toll, also brauchen wir einen neuen Mottenpriester. Nein, es muss seinen Lauf nehmen. Und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich mich nicht mehr erhole. Ach, er kann sich erholen? Tja, dann sind wir fertig. Nein, es gibt einen anderen Weg. Ihr müsst euch aber fragen, wie viel ihr riskieren wollt, um Auriels Bogen zu finden. Boah, Auriels Bogen, war das nicht der Vampirjäger? Ich meine, so ein Bogen wäre natürlich genau das Richtige für mein Repertoire an gefährlichen Waffen, aber ach, egal. Ich kann jedoch nicht garantieren, dass ihr nicht zu Schaden kommt. Die Blindheit könnte sogar noch eure geringste Sorge sein. Macht euch ja, ich mach das schon. Ganz Tamriel verstreut findet man abgelegene Orte, die nur als Lichtungen der Ahnen bekannt sind. Es gibt auch eine in Himmelsrand, im Kiefernwald. Wenn ihr das Ritual der Ahnenmotte innerhalb der Lichtungen durchführt, solltet ihr die Antworten erhalten, nach denen ihr sucht. Aha. Das Ritual hört sich total ungefährlich an, muss ich sagen. Es umfasst das vorsichtige Einsammeln der Rinde eines Kantikumbaumes, mit der ihr Ahnenmotten anlocken könnt. Wenn euch Toll. Genug Motten folgen, verleihen sie euch die notwendige Einsicht, um die Schriftrollen zu verstehen. Warum kann das nicht jeder Idiot machen? Um die Tradition zu wahren, müsst ihr auf der Lichtung der Ahnen ein besonderes Werkzeug verwenden. Das Messer der Anziehungskraft. Jeder Mottenpriester lernt dieses Ritual. Aber nur wenige erhalten die Möglichkeit, es durchzuführen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, wenn es bei euch funktioniert. Ich soll jetzt ein Ritual machen, wovon du mir nur erzählt hast, was andere Leute jahrelang lernen? Na toll. Nach dem, was ich in der Vision gesehen habe, liegt der Schlüssel zur Prophezeiung in der Schriftrolle der Alten.
welche die Herausforderung der Götter durch das Blut der Sterblichen voraussagt. Was? Das wäre jetzt auch mal eine Frage, was Motte und ja, genau. Nun, wie ihr inzwischen sicher herausgefunden habt, heißen wir nicht von ungefähr Mottenpriester. Die Stimme der Ahnenmotte spielte schon immer eine entscheidende Rolle beim Lesen der Schriftrollen der Alten. Okay. Ja. Die Motten lesen die Schriftrollen nicht selbst, aber sie halten eine Verbindung zu einer uralten Magie aufrecht, die es den Mottenpriestern ermöglicht, sie zu entziffern. Wenn ihr genau hinhört, wenn ihr die Lichtung betretet, solltet ihr ihr Lied hören können. Einen sanften, harmonischen Gesang. Durch diesen Ahnengesang verbinden die Motten sich mit den Weissagungskräften der Ahnen und erlauben es damit den Priestern, die Schriftrollen zu entziffern. Das ist wie bei Star Trek bei den Trillbirnen, falls du die kennst. Nicht, mit Star Trek kenne ich mich eher nicht so aus. Also gar nicht. Müsste ich nachgoogeln, aber ich nehme das jetzt einfach mal als gegeben an. Weil sich die Ahnenmotten in der Nähe der Mottenpriester befinden, können diese die Verbindung und damit die Weissagungskräfte der Motten nutzen. Aha. Und nur die widerstandsfähigsten Priester sind dazu in der Lage. Man braucht Jahre des Trainings, um die Harmonien zu interpretieren. Interessant. Übrigens möchte ich gerade darauf hinweisen vom Chat, dass der Typ mich anguckt, obwohl er blind ist. Aber ich denke mal, er hört mich ja. Da kann man ja ganz gut hören, wo die Leute sind. Na gut, habe ich überhaupt eine Chance? Ihr seid so weit gekommen und ihr habt mehrere Schriftrollen der Alten gefunden. Ob drei Stück, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht. Die Schriftrollen besitzen ihren eigenen Verstand. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass ihr sie findet, hätten sie es nicht erlaubt. Deswegen glaube ich, dass ihr dazu bestimmt wart, den Gesang der Ahnen zu hören. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Na toll. Ja, es ist normal, das weiß ich doch schon. Das habe ich doch gerade eben gelesen. Na, ich frage doch mal. Leider ja. Es ist das unausweichliche Schicksal, das wir akzeptieren, wenn wir die Schriftrollen der Alten lesen. Normalerweise widerfährt das nur den altgedienten Mottenpriestern. In meinem Falle lag es einfach daran, dass ich mich nicht gründlich genug vorbereitet habe. Ja, was ging wohl schief? Das Entschlüsseln einer Schriftrolle der Alten unterscheidet sich grundlegend vom Lesen eines einfachen Buches. Es erfordert die richtigen Rituale und ein hohes Maß an Konzentration. Die Entschlüsselung einer einzigen Schriftrolle kann Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, gefolgt von einer mehrmonatigen Erholungsphase. Hört sich total einträglich an. Na gut, okay, das war's dann mit ihm. Serana, was sagst du dazu? Nö, ich kann nur mit Leuchteraugen da stehen. Na, was sagt denn der Chef dazu? Ich meine, der möchte ja sicherlich auch mal einen Statusbericht haben von der aktuellen Lage. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es einfach so hinnimmt, dass ich hier lustig mit der Vampirin durch die Gegend reise, Schriftrollen der Alten hole und er davon nichts erfährt. Ich meine, der gute Isran, der möchte ja sicherlich informiert werden mit seiner Folterbank.